während Timmy hinten noch herzlich willkommen brummelt. Mal gucken, ob die Kamera richtig eingestellt ist, dass ich auch scharf bin auf dem Bild. Während Timmy hinten noch herzlich willkommen brummelt, plaudern wir mal ein bisschen über die Entwicklung neuer Blutlinien, worauf es ankommt, was wichtig ist. Weil Makoto hat im letzten Sommer, vielmehr im letzten Frühjahr, nee, war glaube ich schon Sommer, hat er einen Fisch gezüchtet, heimlich, von dem ich ihm jahrelang gesagt habe, wenn du ihn züchtest, züchte ihn, aber verlang nicht von mir, dass ich dann die normale Qualität verkaufe. Warum? Weil es war 2000 und, jetzt brauche ich kurz meinen Laptop, den ich vorher geholt habe, es war 2000 und so, da hat sein Vater zusammen mit Christian oben auf der Farm, haben die zusammen zwei Blutlinien gekreuzt aus Niigata, Benikikokuryu-Blutlinien. Mein Computer hängt mal wieder. Zwei Benikikokuryu-Blutlinien und da kamen herausragend mega geile Koi raus. Es war 2000 und er war 2,6, war er 3, also ist er 2,3 oder 2,4, 2,4 geboren. 2,4, er war jetzt 16, nee, 2,4 geboren. Genau, 16 wäre jetzt. 2003 oder 2004 geboren. So, da sind herausragende Benikikokuryu rausgekommen, welche die auf der Shinkokai gewonnen haben, also in ihrer Klasse. Einen haben wir an einen europäischen Koi-Liebhaber verkauft, der ihn sogar nachher als Zuchttier wieder an Konishi zurückverkauft hat, der aber nie gezüchtet wurde, der ist irgendwann im Naturteich gestorben. Und das Traurige oder das Lästige an dieser Blutlinie war, die Top-Tiere waren top, aber die ganzen normalen Benikikokuryu, die ganzen Zweijährigen, wo Makoto gesagt hat, die will ich verkaufen, die waren schwer bis nicht verkäuflich. Und das ist etwas, ein ganz entscheidender Punkt für eine Blutlinie, die ein Züchter schafft. Im Prinzip ist es so, wenn er die Kosten für die Zucht, inklusive allem, inklusive Anteilig der Glashäuser, des Stroms, des Futters, der Naturteiche, des Managements der Naturteiche, wenn er mit der normalen Qualität, die er verkaufen kann als Tosai und als Nisai, wenn er da die Kosten decken kann, Arbeitszeitmitarbeiter gehört auch dazu, und über die Top-Tiere, die verkauft, den Gewinn für seinen Farm generiert, dann ist er hervorragend aufgestellt. Und das als kleines wirtschaftliches Geheimnis vom Arbeiten eines Koi-Züchters, das ist das, mit dem die in etwa kalkulieren. Makoto sagt immer, das, was wir an Top-Tieren verkaufen, ist das, was für die Familie übrig bleibt und alles andere ist das, dass die Kosten für die Farm drängt. Und das war eben das Problem der Benikikokuryu, dass die zwar die Top-Tiere hatten, aber dass ich irgendwann gesagt habe, Jungs, ich kriege das Zeug wirklich nicht verkauft. Zumindest nicht so, dass ich auch noch einen kleinen Anteil daran habe. Ich kann sie entweder zum gleichen Preis oder Unterpreis verkaufen. Für nichts, wenn es nichts kostet, findet man immer irgendjemand, der es abnimmt. So, und dann hat man das Projekt auch einfach mal einschlafen lassen. Es gab nur zwei Tiere, die sind weiter großgezogen worden. Das eine wurde irgendwann mal an einen Kunden verkauft, der hat es dann auch wieder zurückverkauft. Aber dann wurde er wieder an einen Koi-Liebhaber verkauft. Der hat es geschafft, also 2017 oder so, da habe ich ihn auch, glaube ich, mal im Blog angeboten. Da, keine Ahnung, der hat so um die 80 cm gehabt. Der zweite davon, das war ein unglaublicher Koi, der ist auch, wie gesagt, 2003 geboren. Der hat es bis 2010 auf circa, ich schätze mal, 80 bis 85 cm geschafft. Ein genaues Maß habe ich nicht. 2013 war er 92 cm, weil 2014 war er im Naturteich Amazu, hat es auf 94 cm geschafft. Und als ich heute Morgen Makoto gefragt habe, als er ihn letztes Jahr gezüchtet hat, zum ersten Mal und heimlich, so dass ich nichts davon erfahre, weil es in den letzten Jahren immer wieder Diskussion war um diesen Koi, hatte er 95 oder 96 cm. Ein Benikikokuryu. Und damit ist er wahrscheinlich der größte Benikikokuryu, den Japan seinerzeit gesehen hat. Ich sage gerade nur bewusst seinerzeit und wahrscheinlich auch in der Vergangenheit. Also viele Tiere in der Größe gab es nicht. Und mein englischer Freund Mark Gardner, der leider dieses Jahr verstorben ist, mutmaßlich an den Folgen einer Corona-Infektion. Das tut mir ganz, ganz arg weh und ganz, ganz arg leid, weil wir waren mit ihm auch in Niigata für Modern Koi, haben viele Züchter besucht. Er hat uns da Türen aufgestoßen, die wir selber nie aufgebracht hätten. Er hat sich ganz viel Mühe gegeben, die lange dabei sind, haben ihn damals über den Blog kennengelernt.
Und er hat, einer der letzten Beiträge, die er auf seiner englischen Webseite gemacht hat, war eben über diese Zucht der Bene Kikukuryu. Er ist darauf aufmerksam geworden, was Makoto und Akimoto über Facebook eingestellt haben, die Elterntiere und die Nachkommen. So, und hat ihn auch gepriesen als den wahrscheinlich größten Bene Kikukuryu, den wir hatten. 2015 kam er dann in den Naturteich, wo nur Elterntiere drin schwimmen. Und 2019 wurde er dann gezüchtet. Als ich Makoto heute Morgen gefragt habe, ich wusste, es war ein Haribake, ein gelber Haribake, mit dem er ihn gezüchtet hat. Aus welcher Blutlinie kam er? Und dann sagte er, erinnerst du dich noch an den Hikari Nanashi? Die Blutlinie Weiße Koi mit einer gelben Kanoko-Zeichnung, die hatten wir auch 2010 oder sonst so um den Dreh. Und sagte, und aus der Blutlinie ein Männchen, das Männchen mit der besten Körperform, der hatte so 65, 70 Zentimeter, mit denen wurde dieses Weibchen gekreuzt. Das Einzige, was jetzt schade ist, eine Sache ist schade, die andere Sache ist fürchterlich traurig auch wieder. Schade ist, dass die Zahl der tatsächlichen Bene Kikukuryu äußerst gering ist. Schade für Makoto, für uns ist es vielleicht ein Vorteil, weil die wirklich nicht so einfach zu verkaufen sind. Und das Traurige ist, und das passiert leider allzu häufig, der jetzt müssen wir wieder 7 Jahre dazuzählen, der jetzt 17-jährige Koi ist kurz nach der Zucht, als es zurückging in Naturteich, ist er verstorben. Der einzige Trost, der bleibt, ist, dass wir im Prinzip durch die Zucht, durch die gelungene Zucht, dieses Blut bewahrt haben, weil, wie man gleich sehen wird, werden wir den in viele andere Blutlinien auch integrieren können, weil unter den Nachkommen sind unglaublich viele Deutsche Yamabuki vorgekommen, es sind unglaublich viele Deutsche Orenchi hervorgegangen und diese Asahi heißt Morgensonne, diese orangene Koi, wo oben so einen leichten Grauschleier haben, wo im Prinzip ein bisschen an den Misuo Ogon erinnert, nur bei Misuo Ogon gibt es noch eine Rückgratbeschuppung und der Schwarz sollte sich eigentlich nur in der Rückgratbeschuppung befinden. Und für uns ist es als das Bewahren dieses Blutes deshalb wichtig. Sie wissen, wir züchten viele metallikfarbene Blutlinien mittlerweile, unter anderem natürlich der Kutschaku allen voran und dann natürlich auch die Yamabukis. Und jetzt muss man sich überlegen, der Yamabuki ist eine Mischung heute aus ganz grob Izumiya Yamabuki und Karashigoi Konishi. Und wenn wir jetzt natürlich nochmal eine Blutlinie haben, die riesengroß wird, die aus Bene Kikukuryu und Haribake hervorgeht, dann haben wir im Prinzip eine Yamabuki, die aus 4 ganz unterschiedlichen Linien gekreuzt werden. Und das bringt neben dem hervorragenden Wachstum, wenn man die richtigen Elterntiere hat, vor allem eins. Und das ist richtig gesunde Koi, wo man keine Angst haben muss, dass sie mit 65 cm plötzlich nicht mehr wachsen oder dass sie krumm werden oder sonst irgendwas, sondern das sind wirklich Blutlinien, die wieder ganz weit geöffnet sind, wo wieder ganz viel möglich ist. Und da wissen wir, Makoto ist da ja mit seinem Team stark dabei. So, wir fangen jetzt ein paar Koi raus und dann zeigen wir Ihnen die mal. Und dann werden Sie relativ schnell, wenn Sie uns ansonsten zugehört haben, was eine gute Körperform ausmacht, werden Sie sehen, selbst die 10-12er zeigen, jupp, wir wollen wachsen, wir sind richtig gut dabei. So, wir haben von allen drei Typen, die wir jetzt eingekauft haben, haben wir welche rausgefangen. Wir fangen die nicht zum Spaß raus, sondern wir ziehen gleich KHV-Biopsie und da brauchen wir auch etliche Fische bei rund 400, die wir jetzt gekriegt haben. Und hier haben wir die Deutz Orenchis. Sehr geil. Schauen Sie mal die Kopf- und Körperform an. Mega. Die werden riesengroß. Und das ganz Geile an allen ist, also nicht bei allen Koi, aber bei allen Typen, da sind mega viele komplett ohne Beschuppung dabei. Also nur entlang der Rückenflosse ein bisschen was, aber entlang des Rückgrats und Seitenlinie ist frei. Die haben geilen metallikfarbenen Glanz. Ich bin Gott froh, dass ich die alle gekauft habe. Hier haben wir die Asahi, nicht mit Asagi zu verwechseln, das ist so ein schmutziger Misuho Ogon, sieht aber auch witzig aus, sieht auch ein bisschen aus wie ein Kinkabuto und die Körperform ist exakt die gleiche wie bei den Orenchi Ogon und drüben dann noch die Yamabukis, und auch unter den Yamabukis ganz viele so komplett nackte Koi und auch mega metallikfarbenen Glanz. Vom metallikfarbenen Glanz sind sie sogar etwas besser als unsere Karashi Yamabuki. Warum? Ganz klar, weil die Elterntiere natürlich alle metallikfarben sind. Männlein wie Weiblein haben ein ganz intensives Gelb. Das gilt es jetzt natürlich für uns zu bewahren. Wir werden die jetzt auch, wie die Karashi
Yamabuki werden wir die großziehen und werden dann wieder über einzelne Selektionsstufen, aber gucken Sie mal den an, also wenn der hier unter den Karashis schwimmen würde. Geiler Kopf, geiler Körper. Die sind auch alle schön hoch, die Koi. Keine so Flachwanddübel. Der hier ist mega vom metallicfarbenen Glanz. Also die können richtig was. Und witzigerweise, die teuersten, also die kosten alle drei im Einkauf unterschiedlich. Im Verkauf sind sie natürlich alle gleich günstig. Die teuersten waren die hier. Da sagt Makoto, das sind wirklich richtig, richtig geile Teilchen. Ganz besonders, die sind oben auch so leicht grünlich. Und ich habe am Anfang gesagt, oh, 10, 12, das ist so mini klein. Aber bei der Körperform und unseren Skills, was die Aufzucht angeht, Sie haben ja gesehen, wie schnell die Karashi Yamabuki gewachsen sind, mache ich mir keinen Kopf, dass die in 4, 6 Wochen schon wirklich eine stattliche Größe haben und auch eine Größe, dass wir sie auch an Teiche verkaufen können. Mit Bodenabläufen, ohne Angst haben zu müssen, dass das passiert. Aber das hier sind natürlich die Freestyler. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Deutz-Kind-Kabuto. Aber wie gesagt, wir verkaufen gerne auch für Makoto mal ein Koi, wo einfach auch verkauft werden muss. Und haben wir keinen Stress mit. Und weil wir die hier, und das ist jetzt kein Spaß, weil wir die hier auch nehmen und vermarkten, haben wir bei Makoto auch die Möglichkeit, zeig mal hier rüber, haben wir bei Makoto auch die Möglichkeit, diese hier zu bekommen oder hier drüben die Yamabukis zu bekommen. Weil ich kann Ihnen auch sagen, wenn einer nach Japan kommt und will nur diese oder nur diese, dann wird er auch entweder vom Züchter ein Danke, Rosinenpickel brauchen wir nicht bekommen oder einen entsprechend extrem hohen Preis gefragt bekommen, dass er dann von alleine sagt, nee, dann lassen wir das lieber. So, also, das war heute eine ganz besondere Beniki-Kukuryu-Blutlinie mit Elterntier 95 cm. Und auch wenn das erstmal nichts aussagt, wie hat mal ein Genetiker gesagt, die Vermischung zweier Gene ist eine mächtige Angelegenheit, so weiß man dennoch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachkommen, die große, eine große Mutter haben, auch entsprechend groß werden im Vergleich zur Blutlinie, wo die Eltern schon nur 65 oder 70 cm sind. Also, wir schauen uns jetzt einen Koi von Makoto an und auch hier halten wir sie auf dem Laufenden, wie die sich weiterentwickelt. Ab in 3, 4 Tagen werden wir die anfangen zu füttern, also schon früher, als wir das bei größeren Fischen machen. Ganz einfach, die 10, 12er haben nicht ganz so viel Reserve und nach Rücksprache mit Sandra Lechleiter haben wir uns darauf verständigt, nach 4, 5 Tagen beginnen wir langsam mit der Fütterung. So, aber jetzt Koi anschauen. Ja, Folge 138, es ist Sonntagmorgen in aller Herrgottsfrühe. Heute Morgen habe ich gemerkt, dass ich mich verkalkuliert habe, dass wir mit den Blocks nicht übers Wochenende kommen. Tim May schläft wahrscheinlich noch. Und ich werde mich jetzt kurz um die Vertonung des Koi, den wir Ihnen heute zeigen wollen, kümmern. Und natürlich die drei Teiche. Und heute schauen wir den Koi, um den es geht, nicht als Tosai an, sondern Richie zeigt erstmal das Nisai-Bild. Ein Goshki mit 51 cm. Und qualitativ vom Rot her wahrscheinlich einer der Top 3, Top 5, vielleicht auch der beste des Jahrgangs, das kann man so genau nie sagen. Perfektes Beni, tief dunkelrot, richtiger Glanz drauf. Und bei dem Fisch sieht man den Glanz auch wirklich. Hat einen tollen Body auch. Nur die Zeichnung, die war natürlich nicht so ideal, sodass das Kopfrot so getrennt ist. Und ich habe bislang eigentlich nur das Nisai-Bild gekannt. Ich habe den Fisch vom Video gekannt. Und als ich jetzt diesen Blog vorbereitet habe, Makoto hat mir vor ein paar Wochen die ganzen Tosai-Bilder geschickt. Und dann dachte ich mir, jetzt suche ich ihn. Nicht dachte ich, sondern ich musste ihn ja suchen. Ich will ihn ja als Tosai zeigen. Und dann orientiert man sich, wenn man jetzt, das muss man sich vorstellen, ich kriege dann die ganzen Bilder von Kyonotsu Tosai, das sind 150 Koi drin. Dann bin ich da so durch und man merkt sie immer einen markanten Punkt. Und das war natürlich die Kopfzeichnung bei dem Koi. Habe ihn nicht gefunden, nochmal von unten, oben, unten. Dann habe ich das nochmal angeguckt, dann denke ich, das könnte eventuell sein, das sieht so aus wie ein Schmiss, ja? Also wie ein Kratzer. Und dann habe ich nochmal durchgeschaut, habe mich an der Körperzeichnung orientiert
Und schwuppdiwupp, jetzt kannst du den Tosai zeigen. Der ging mit einer exzellenten Kopfzeichnung in den Naturteich und hat sich dort verletzt. Und jetzt schalten wir mal zum Nisai oder zeig sie mal nebeneinander. Und dann sieht man, wie er sich quasi das Kopfrot irgendwo geteilt hat. Das ist also der klassische Kratzer, wo vorne breit anfängt, nach hinten dünn verläuft. Also das kennt man bei Kopfzeichnungen häufig so, wenn das passiert. Und dadurch hat er seinen Wert deutlich reduziert. Also er kostet immer noch irgendwo um die 4.000 Euro, schätze ich mal. Aber der würde wahrscheinlich das Doppelte, wenn nicht das Dreifache kosten, wenn er die Kopfzeichnung nicht so hätte. Und da sieht man, das was in der Studentenverbindung so ein richtiger Schmiss, was da den Fechter aufwertet und zum Mann werden lässt und zu einer führenden Position in der Studentenverbindung. Das ist für einen Koi richtig scheiße, weil es natürlich nicht ganz so attraktiv ist. Dennoch, wie gesagt, nach wie vor ein Koi, den Makoto im Zweifel, wenn er ihn nicht verkauft, selber weiter großzieht, weil er einfach von der Qualität einiges kann. Dazu schauen wir uns jetzt noch das Video an. Das geht 17 Sekunden erstmal. Und da sehen wir auch die Qualität des Rots. Und wenn Makoto gleich so ranzoomt, dann kann man davon ausgehen, dann will er uns das zeigen. Und da ist wirklich überhaupt kein Indigo in der roten Zeichnung. Jetzt, wo er ein bisschen im Schatten ist, sehen wir auch, lass mal das Endbild stehen, sehen wir auch nochmal die Qualität des Rots. Und jetzt kann man im Prinzip wahrscheinlich jetzt, wo wir das Video aufnehmen, ist er auch in der Haut schon komplett schwarz geworden, oder nicht schwarz, aber richtig dunkelgrau, blau. Und da bin ich mal gespannt, wenn ich den irgendwann mal live sehen darf, was hoffentlich bald der Fall ist. Heute Morgen habe ich gelesen, der BioNTech-Impfstoff schützt vor Übertragung, also BioNTech-Geimpfte können angeblich das Virus nicht weitergeben. Und das war eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Den ersten Teich, den wir heute zeigen, kommt von Matthias. Und Matthias schreibt: Servus Martin, Timmy und Team. Ich schicke euch ein paar Eindrücke von meinem 50.000 Liter Teich mit Foto und Martin beim Blog vom Sommer 2016. Er wird in Schwerkraft gefiltert mit drei Kammern 1000 Litern. In der ersten Kammer sind Bürsten und in den anderen Matten. Gepumpt wird mit drei 20.000 Liter Pumpen und je nach Bedarf. Die Belüftung besteht aus zwei Highblows 1840, jeweils ein Teich und Filter. Momentan habe ich eine 75 Watt Tauch UVC, wechseln aber eventuell auf eine geschlossene. Da hat mich Mario gestern angerufen und will genau das Gleiche machen. Hat sich jetzt dafür entschlossen, dass sich die Oase mit den drei Lampen holt und die vor seinen Bioturm installiert, anstatt eines Vorhangs von vier Tauch UVC, was ich eine sehr sinnvolle Idee finde. Es schwimmen ca. 40 Koi im Teich, inzwischen auch einige von euch. Der Teich hat aktuell 7 Grad, draußen sind minus 5 und im Wintergarten bei Sonne bis zu 30. Nehme ich gerne die ungefähr 12 Stunden Aufbauzeit in Kauf. Dafür nehme ich gerne die ungefähr 12 Stunden, also von seinem Wintergarten, die 12 Stunden Aufbauzeit in Kauf und habe dann für die kalten Monate ein super Koi-Wohnzimmer. Gefüttert wird Konishi Nummer 1, 2 oder 3. Ich wünsche euch weiterhin Spaß beim Bloggen und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, wenn der ganze Schmarrn vorbei ist. Liebe Grüße aus dem Münsterland, Matthias. So, dann schauen wir uns das Video von Matthias an und starten jetzt. Es geht 2 Minuten 50. Matthias ist neben Koi-Liebhaber auch noch Bonsai-Liebhaber. Oh, das ist das Video mit der bös guckenden Katze. Böse Katze, böse Katze, böse Katze. So, in der 27,4 Grad. Da ist noch eine Katze. Ach nee, die hat so böse geguckt. Sicherlich eine Rassekatze. Und das ist schon geil. Also 12 Stunden Aufbau, das ist mal ein Samstag. Da kann man sich ein paar Kumpels holen und Kasten Bier. Und deine Koi sind exzellent genährt. Toller Körper. Also man sieht aber auch, dass du schon Koi nach dem entsprechenden Körperbau ausgesucht hast. Gefällt mir sehr gut. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Genau richtig. 7 Grad. Dafür ist auch das Verhalten gut. Sie sind nicht übergierig. Schwimmen gechillt durch die Gegend und genießen das kühle Nass.
Im Hintergrund sieht es aus, als würde sich Wolken im blauen Himmel spiegeln. Stattdessen ist es Schnee. So, jetzt geht's raus. Boah, wenn ich es nur sehe. Ich bin jetzt mit dem Schnee durch. Mit dem ersten warmen Tag, und der war gestern. Und heute soll es hier 18 Grad geben. Mit dem ersten warmen Tag ist bei mir das Thema Schnee komplett erledigt. Früher bin ich noch einmal im April eine Runde Skifahren gegangen. Das habe ich dann aber auch irgendwann aufgehört. Das ist natürlich schon verschlagen, muss man sagen. Aber du hast den Vorteil, du hast keine Sichtachse vom Haus aus, wo du das siehst, sondern hier hast du deine, wie nennt man das, Katzenvoliere. Voliere heißt es nur bei Vögeln so. Und du hast es einfach komplett eingehaust. Das sind keine Maine, doch, das sind die Maine Coon, genau. Ach, da war ich doch schon. Jetzt habe ich wieder einen Hänger gehabt. Ich habe es wieder nicht gecheckt. Matthias, klar. Das, was da rumrennt, sind so mit die besten Maine Coon Katzen genetisch, die es auf der Welt gibt. Es fällt mir gerade nur der Name nicht ein. Wie die Zucht heißt, irgendwas mit Summer. Das weiß ich noch, da muss ich mal auf die Toilette. Und als Katzenallergiker bin auf der Toilette schon fast erstickt, als ich angekommen bin. Wow. Was passt dir nicht, Kätzchen? So, das zweite Video. Geht nochmal 1,16. Da ist der Filter auf, und der ist im Prinzip... Ich habe mich verschluckt, keine Sorge. Bei Anstecken könnte ich sie eh nicht. Der Filter ist mehr oder weniger noch so, wie er damals war, als ich zum Bloggen dort war. Ein ganz einfacher, wie heute noch in Japan, zigfach gebaut und auch von Ihnen häufig so umgesetzt. Am Anfang Bürsten, dann Matten. Wahrscheinlich hätte ich 2 Kammern mit Bürsten gemacht. Und die Matten sind zwar jetzt nicht so gesetzt und nicht von oben nach unten durchströmt, wie ich es immer empfehle, aber Matthias hat immer rechts, links Platz gelassen, sodass sie nicht zusetzen können. Und das weiß ich, da kann ich mich ganz genau erinnern, das war damals schon so. Und wenn wir einen dritten Lockdown haben und du wieder ein Video schickst, dann lass uns bitte wissen, warum du jeden Schlauch mit einem anderen Farbband markiert hast. Das sind immer so die Rätsel. Auch für dich, Matthias, 1,5 Kilo Konishi Number One Swim. Und dann bitte ich dich noch, deinem Freund Robert einen lieben Gruß auszurichten. Und im Frühjahr kommt er mal wieder vorbei. Und das war Matthias aus der Ecke von Fürstenfeldbruck. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Da habe ich jetzt nur das Video und keine Beschreibung, aber das ist besser wie andersrum. Und darum schauen wir uns jetzt das Video an. Und da sehen wir eine Genesis-Inhalterung, also ich hoffe jetzt niemand was Böses zu tun. Nicht, dass jemand anders gebaut hat, aber ich gehe davon aus, dass es Genesis ist. Weil die Bauart ist schon ganz typisch. Daneben den Filter. Sieht aus wie eine Aquarienbeleuchtung drüber. Die neuen Koi-Poster an der Wand, Beatfilter, so wie wir das machen. Und dann geht es hoch in eine UV-Lampe, dann noch durch einen Heizer, wie es aussieht. Da sind jetzt relativ viele Winkel und Bögen, aber da fließt jetzt auch nicht ganz so viel Wasser durch. Und hier sieht man, dass die Anlage noch relativ neu ist, um nicht zu sagen nagelneu. Aber es waren, glaube ich, auch, jetzt habe ich einen Hänger, waren schon Fische drin oder nicht? Ich glaube nicht. Also da hast du dich nicht für einen Bioturm entschieden, sondern das Ganze mit einem IBC-Tank umzusetzen. Den Bakterien ist das am Ende scheißegal. Aber dass du nicht auf den hässlichen IBC-Tank schauen musst, dass du ihn schön verkleidet. Aber so schön wie der verkleidet ist und man alle Kosten zusammennimmt, dann hättest du vielleicht auch, wenn du es aus Kostengründen gemacht hast, auch einen
Biotom von Genesis dir holen können. Jetzt bin ich mir so langsam gar nicht mehr sicher, ob das eine Genesis-Anlage ist. Weil eigentlich war es bisher nur das Becken, das mich daran erinnert hat. Und es sind noch keine Fische drin. Und das ist auch gut so. Hier haben wir, das ist jetzt die Sauerstoffflasche mit einem Ventil, das aufgeht, wenn der Strom weg ist, dass dann entsprechend Sauerstoff ins Becken kommt. Auch da bedenken, das läuft nicht ewig. Das ist nach 2 Tagen dann auch leer. Und hier eine tolle Bande an Koi. Und ich habe vorher, als ich das Video kurz durchgeguckt habe, da möchte ich jetzt fast wetten, dass es fast alles Konishi sind. Das sind so die typischen Konishi-Varietäten und hier auch Goschki, an den erinnere ich mich, glaube ich, auch. Aber ich habe jetzt keinen Namen. Ich habe nur eine E-Mail-Adresse, da geht es auch nicht daraus hervor. Dann tolle Karashis. Vorher haben wir einen tollen Kutschaku gesehen. Hier kommt er wieder. Auch mit einem Wahnsinnsbody. Und die Karashis am Fressen. Ein schöner Hiyuzuri. Kohaku. Und das Wasser sieht geil aus. Das ist so genau die Schaumbildung, die ideal ist. Dann kann man sagen, man hat ein schönes, biologisch, organisch eingefahrenes Wasser. Und so wie es aussieht, schwimmen die auch nicht bei 7 Grad, sondern auch von der Schaumbildung her scheint es schon Wasser fern der 20 Grad nach oben zu sein. Also, das war der Teich von... Ich kann es wirklich nicht sagen, weiß es nicht und darum schauen wir uns ganz schnell. Aber deine 1,5 Kilo Konishi Number One bekommst du natürlich, weil wir dich da über E-Mail kontaktieren. Der dritte und letzte Teich heute kommt von Bert. Hallo Martin, hallo Tim oder Timmy, Timä oder sonstigen. Und jetzt muss ich größer machen. Oder sonstigem Jedöns. Hallo Konishi-Team, mein Name ist Bert und ich wohne in Köln. Mein Teich wurde bereits im Modern Koi-Blog Home Entertainment Folge 43 vorgestellt. Der namenlose Teich mit dem Ishigaki-Filter. Wie bereits in einigen Beiträgen vor mir ist auch meine Innenhälterung im Corona-Jahr 2020 entstanden. Sie dient der Winteraufzucht und als Quarantänebecken und den Text. Um den Text nicht zu strapazieren, habe ich alle Eckdaten in der Innenhälterung im Video platziert. Vielleicht möchtet ihr es im aktuellen Home Entertainment vorstellen. Viele Grüße aus Köln. Bert, da sind wir gespannt und schauen das Video jetzt an. Wenn das natürlich hier in der Gartenhütte ist, dann ist das schon was Geiles. Da geht man gerne hin. Und ein zerpflückter Konishi-Kalender. 2000 Liter Gesamtvolumen. Das ist natürlich jetzt komfortabel für mich, 24 Watt UVC, aber da muss man halt auch wissen, wie man das macht und wie man ein halber IBC-Tank mit 600 Liter, wie man Text einfügt, 450 Helix, sogar aufs Markenzeichen geachtet, HXF 25 KLL, 30% vom Beckenvolumen, das ist sehr gut, bei Innenhälterung gerne. Etwas höher, mindestens 20%, so haben wir das hier auch gehalten. Sogar wir sind auch bei 30% rein der Bioturm. Hier ein kleiner und sehr schön gebauter Bürstenfilter. Den hätte ich mindestens 6 Bürsten breit gemacht, aber wird auch so funktionieren. Das Becken hat ja nur 2000 Liter. Funktioniert auch mit 4 Bürsten überhaupt gar kein Thema. Ich habe gerade um Zeug gelabert. 2x600 Watt Shego Heizstäbe, die funktionieren auch sehr gut. Und da gibt es auch eine gut funktionierende Steuerung dazu. Und die Shego Heizstäbe, die verfolgen mich wirklich, seit ich im Koi-Hobby bin. Beziehungsweise das beruflich mache. Und auch gut abgedeckt. Mit Steg-Doppelplatten. Ich habe jetzt eine neue Idee für meine Abdeckung hier. Das glaube ich ja nicht. Ich sitze hier und hier fängt der Beatfilterstropfen an. Wahnsinn. So. Jetzt. Das Wasser sieht etwas kühl aus, etwas kalt. Nicht kühl und kalt. Mir ist hier gerade ein Fehler passiert, darum bin ich hier aus dem Takt gekommen.
Ja, also sieht biologisch noch nicht ganz so eingefahren aus. Und ich muss jetzt hier das Video beenden. Tut mir leid, ich muss hier dringend was machen. Ich hatte was vergessen vorher. Machen Sie es gut, das war Folge 138 von Home Entertainment. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Vlog. Ciao.